Mein Name ist Sven Schlüchter, bin 16, komme von Mirchel und mache hier bei Ferdinand Steck Maschinenfabrik AG die Lehre und beim ersten Lehrjahr. Zu einer Lehre als Anlageapparatenbauer rate ich einem an, der handwerklich ein bisschen begabt ist, der gerne werken mit den Hängen, der so einem nichts ausmacht, wenn die Hänge mal dreckig werden beim Werken. Meine Lehre war bis jetzt sehr abwechslungsreich, konnte viele Sachen machen und auch schon viel lernen können. Wie zum Beispiel Schweissen, das war ein grosser Bestandteil von meiner Lehre bis jetzt. Man hat mit verschiedenen Materialien zu tun, Stahl oder auch Alu, der ganz weich ist. Besondere Chancen für die Branche ist sicher, man hat viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Es ist jetzt nicht einfach, wenn man den Beruf hat, der ist fertig, man kann sich immer weiterbilden und man hat sicher ein gutes Grundwissen. Der Tagesablauf ist typisch, am Morgen kommt man her, man geht zum Lehrlingsverantwortlichen, fragt, was man machen soll, man bekommt einen Auftrag, kommt ganz darauf an, vielleicht etwas schweissen, verputzen und dann natürlich auch richten. Und das ist sicher viel mit Tagesablauf. Also im ersten Lehrjahr hat man immer 2 Tage Schule, da gehe ich die Schule in IDM tun und im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr hat man dann nur noch 1 Tag Schule. Dazu ist schon im ersten Lehrjahr hat man Kurs und im zweiten, weil man dann am zweiten Lehrjahr eine Zwischenprüfung hat. Mein Lieblingsgebäude ist natürlich hier der Neubau von Ferdinand Steck Maschinenfabrik AG. Und weil hier halte ich mich am meisten auf, da befindet sich auch die Schlosserei. Der Bestandanteil des Schweissen bei einem Apparatenbauer der ist bei uns sehr hoch. Ich würde sagen, dass sie 80% sind Schweissarbeiten, die er machen wird, während diesen 4 Jahren. Wir haben nicht eine Lehrlingsabteilung. Alles, was er fertigen wird gebraucht. Das ist auch so wie ein anderer Mitarbeiter, auch nur braucht er Unterstützung. Wenn er die 4 Jahre hat gelernt, kann er nachher sich weiterbilden, zum Beispiel als Prozessfachmann, als Schweissfachmann. Er kann HF-Techniker, kann an eine Technikerschule gehen. Er kann ein Ingenieurstudium machen. Das ist auch, die ganze Palette ist offen. Der wird immer eine Stelle finden, weil die Leute, das sind sehr gesuchte Leute, die Schweisser, die Schlosser. Ja, wenn einer will, der hat er ausgesorgt, der findet gerne etwas.